Ja, Leute, und nach diesem spannenden Intro, willkommen zu Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Hallo zusammen. Genau, denn ich bin mal wieder nicht alleine. Und als allererstes spielen wir. Nein, wir Möchtest du erstellen. nicht erst die Sounds leiser machen? Nein, erstmal erstellen wir ein neues. Und zwar sind wir wieder mal. Je, denn. Hahaha. Okay. So, Weil die Sounds waren gerade sehr laut. ja, die Musik muss ein bisschen leiser sein. Und den Sound machen wir auch ein bisschen leiser, weil sonst hört man uns nicht. Okay. So, spielen. Und zwar spielen wir die Nebel von Ravenwood. Bom, bom, bom. So, leicht. Tipp und Lösen werden schnell aufgeladen. Interaktive Bereiche funkeln häufig. Wimmelbildrätsel sind durch ein Glitzern markiert. Es gibt keine Strafe für zu häufiges Auswählen in Wimmelbildrätseln. Und Orte, an denen es etwas zu tun gibt, sind auf der Karte markiert. Und nicht zuletzt, Hinweise zu Gegenständen sind mäßig direkt. Normal. Magst du das lieber lesen? Gerne. Tipp und Lösen Schaltflächen werden gemäßigt aufgeladen. Aktive Bereiche sind nicht markiert. Wimmelbildrätsel sind durch Glitzern markiert. In Wimmelbildrätseln gibt es eine leichte Strafe für zu häufiges Auswählen. Orte, an denen es etwas zu tun gibt, sind auf der Karte markiert. Hinweise zu Gegenständen sind mäßig direkt. Und natürlich noch schwierig. Tipp und Lösen werden langsam aufgeladen. Aktive Bereiche sind nicht markiert. Interaktive Bereiche werden nicht hervorgehoben. In Wimmelbildrätseln gibt es eine Strafe für zu häufiges Auswählen. Orte auf der Karte, an denen es etwas zu tun gibt, sind nicht markiert und Hinweise zu Gegenständen sind weniger direkt. Ja. Für was entscheiden wir uns? Das überlasse ich dir. Du bist die Frau am Drücker, ich bin nur Kommentator. Okay, wir werden es erstmal mit schwierig beginnen und falls es zu krass ist, ändern wir es einfach auf normal um. Das können wir machen. Since the events of Maple Creek. And I'm still on the hunt for the evil preacher. So far, the murderer stayed one step ahead. But I have a lead. There are rumors of people disappearing mysteriously on the West Coast. The situation sounds familiar, but could it just be a coincidence? What was that? What on earth happened here? There's no evidence of a car crash, but that camper trailer is clearly damaged. What? How? I've never seen marks quite like that. Ich finde ihre Stimme immer noch cool, muss ich sagen, aber die Musik ist immer noch ziemlich laut und die Sounds auch. Es war wirklich sehr Ah, laut, ist mir beim hier kann man Alltag das wieder umstellen. Okay. Ah, okay. Okay. Oh, meine armen Öhrchen. So, nehmen wir erstmal eine Fackel mit. Und klar, einen Erste-Hilfe-Koffer, der abgeschlossen ist. Wenn man in einer Erste-Hilfe-Situation auch sofort rankommt. Ja. Mumobil-Tür ist verschlossen. Okay. Was für seltsame Markierungen. Ist das unser Auto? Wahrscheinlich, ne? Ja. Achso, ich dachte, man kann den Koffer auch noch an. eine Handtasche. Ein Foto. Becky, mein kleiner Schmetterling. Nämlich Rachel Simmons aus Los Angeles, Kalifornien. Weiblich, blond. Naja. Das ist sehr blond, ja. Absolut. Das ist kackblond. Ja, okay. Wer kennt's nicht? Autoschlüssel. Okay. Das Ding hier verändert sich. Dann klick mal drauf. Ein Körnchen Wahrheit. Auszeichnung freigeschaltet. Gefundene Illusionsobjekte. Okay. Also gibt es wohl Objekte, die sich immer wieder verändern. Das sind dann Illusionsobjekte. Okay. Aber die bewegen sich doch die ganze Zeit. Warum? Na egal. Mammutbaumschnitzerei. Freilichtmuseum. Okay.
Ein verlassener Kinderrucksack am Eingang in den Park. Merkwürdig, ja. Ja. Gut, dass wir jetzt einen Autoschlüssel haben. Auf ins Wohnmobil. Messies. Warum sind in Wimmelbildern immer Messies? Keine Ahnung. Oh. Charlie und seine Engel. Okay, also oh. Charlie, wie hieß sie? Rachel? Rachel? Rachel und Becky. Was? Nein! Ach, das ist der Erste-Hilfe-Schlüssel. Erstmal mit einer Leuchtfackel hinterherwerfen. Achso. Ach, guck mal. Der See vom ersten Teil. Das heißt, da waren die schon mal. Interessant. Fußabdrücke hinter dem Koffer. Hallo? Hallo, kleines Mädchen. Sie hat sich mehr vor uns erschrocken, wie wir vor ihr. You're not my mom. Where is she? It's okay, sweetheart. I won't hurt you. Let's get you out of there. Come on. You don't have to be afraid anymore. I'm here to help. Can you tell me what happened? Ich will was hier los. My mom. She's gone. I'm scared. Is your name Becky? Becky, you're safe with me now. Take a deep breath and try to tell me again. Where's my mom? I want to talk to my mom. She's too shook up to talk to me. I need to calm her and win her trust somehow. Aha. Mit einer Leuchtfackel. Genau. Interessant, die Idee. She's gone. I'm scared. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ihre Stimme ist nervig. Oh ja. My mom! I'm scared! Oh, Schmetterling und Schmetterling gleich Herz. Okay. Oh. Eine Angel. Damit können wir bestimmt den Schlüssel holen. Ja, wahrscheinlich. Hier hingehört ein Schmetterlingssymbol. Okay. Angeln wir erstmal den Erste-Hilfe-Koffer. Also nicht den Koffer, sondern den Erste-Hilfe-Koffer-Schlüssel. Mit der Spielzeugangel. Scheint geklappt zu haben. Okay, jetzt können wir hier auch nichts mehr machen. So, check it. Was war das? What was that? I saw it earlier on the drive-in. Okay. Klack. Okay. Oh. Wimmel? Oder so? Interessant. Also wir brauchen einen Teddybären. Ja, bei dem fehlt ein Bein. Das ist doof. Da ist der Teddybär aus dem Bild. Ich muss die fehlende Pfote annähen. Ihm ein Pullover anziehen und all seine Schmetterlingsspange anbringen. Mhm. Ohne Schraube bleibt das nicht auf seinem Platz. Okay, wir brauchen eine Schraube. Hier ist ein Föhn. Ja, einen Föhn brauchen wir, glaube ich, nicht. Ah, doch. Jetzt haben wir eine Schraube. Da fehlt uns eine Batterie. Okay, Schraube. Mit dem Schraubenzieher. Achso, auf die Schraube. Den Schraubenschlüssel, ja. Jetzt haben wir eine Maus. Damit müssen wir bestimmt den Dachs wegjagen. Okay, das war jetzt nur geraten, aber egal. So, wir haben einen Föhn. Aber lustig, dass der Föhn jetzt zuhält, obwohl wir die Schraube verbraucht haben. Ich muss den Strauch wegschneiden. Also wir brauchen eine Schere. Mhm. Okay. Hallo, danke, Häschen. Achso, Schlüssel für die... Ah, das ist eine Schere. Ah, und das... Das ist die Haarspange. Und bestimmt brauchen wir das Garn und... Ohne Nadel, ja. Erstmal mit der Schere die... Ja, klar. Der Pullover ist nass, dann föhnen wir ihn doch. Boah, ist der fusselig. Diese Logik. Und da war auch die Nadel. Und das Bein. So, gut, dann können wir jetzt einmal in den Kasten rein. An den Kasten, das da. Und die Nadel da reinstopfen, dann mitnehmen, genau. So, da kriegst du erstmal Pullover. Und dann das Bein. Und dann nähen wir das an. Und dann nehmen wir den Teddy mit. Ach du Kacke. Das ist sehr komplex. Kompliziert. Also eigentlich ganz cool, aber mega kompliziert gemacht. Teddy! She was a present from my mom. Vor allem er war ein Geschenk. Haben wir jetzt dein Vertrauen
Kind. An ihrer Hand ist eine Schramme. That should only sting a little. Now let's put a bandage. My mom and dad are gone. A monster took them. Can you find them? Please? A monster? Oh, sweetheart. There's no such thing as monsters. Genau. Genau, deswegen kommt jetzt eins. Genau. So ist das immer. Das war Sarkasmus. Oha. Jesus. Hauptsache, wir fliegen einfach voll durch die Scheibe. It's all gone. The camper, my truck, Becky. Where are they? And all the other stuff too. What is going on here? Please tell me I'm hallucinating. Okay. Sehr komische Wendung. Nein, du halluzinierst nicht. Der Wecker aus dem Wohnmobil. Warte, es sind nur 20 Minuten vergangen. Wann ist es draußen so hell geworden? Kann man nicht mitnehmen, kann man nichts mitmachen. Klicken wir mal auf die lustige Blase. I really hope the sunlight was playing tricks on my eyes. Ein Reh. Meines Erachtens nach waren noch nicht so viele Tiere, bevor ich das Bewusstsein verloren habe. Und verändert sich der Vogel immer noch? Nee. Nee. Merkwürdig, die Statuen sind anders positioniert als bei meinem ersten. Ja, weil die hatten beide davor die Flügel offen. Mhm. Hallo. Hi. War schwer. Der Kolibri war viel cooler. Dreizack-Titan. Parkplan. Reden wir erstmal mit den Menschen. Welcome to Ravenwood Park. I'm Gerald Whitmarsh, the owner. A missing family, a stolen camper, a monstrous creature outside my park. Okay, okay, please calm down, ma'am. I'll be happy to help you. Though I'm sorry to say we didn't see anything. We only opened a few minutes ago. Seems I left my cell phone in my mansion on the other side of the valley. I'll go call for help. In the meantime, why don't you relax and tour the park a bit? Take a ride on the Redwood Gondola, free of charge. You can get a ticket here at the shop. Oh, and we've just had new maps printed. Here, take one. They look great, don't they? In any case, you can find me in my residence on the other side of the valley. Okay. Der macht einen irgendwie viel zu netten Eindruck. Mhm. Find ich. Ich würde sagen, der riecht nach Fisch. I'm off to go call for help in just a moment. Okay. Hallo, du da. Die sieht auch sehr motiviert aus. Holzfäller-Ausstellung. Naja, es geht. Ich steh gern hinterm Tresen. Dreizack-Titan. Der zweitgrößte lebende Mammutbaum der Welt. Cool. Seilbahn. Museum der Holzarbeiten. Und Redwood Seilbahn. Was denn jetzt? Redwood oder Ravenwood? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Welcome to the park, ma'am. Sorry. I overheard you speaking to Mr. Whitmarsh. What a frightening story. I'm sorry to say, I didn't witness a thing. Here's that Redwood Gondola ticket. You might as well enjoy the view. It'll be some time before help arrives. Should you need anything at all, don't hesitate to ask the park staff. Ich fand es gerade geil, dass sie gesagt hat, ich habe das Gespräch überhört. Dabei hat sie es gar nicht überhört. Oh, Schmetterlingsfänger. Aber du hast ihn nicht gefangen, er ist gerade rechts aus dem Bild geflogen. Nein, aber was ich sagen wollte, vielleicht ist das ja der Ravenwood Park im Redwood. Achso, ja, das kann natürlich sein. Klick immer auf den Waschbären. Hab ich gerade schon, da passiert nichts. Achso, auf den Waschbären. Ich dachte, du meintest diese komische ausrollende Eule. Das ist eine Eule. Eichhörnchen! Irgendwie sind hier verdammt viele Tiere.
fehlt ein Auge und irgendein Symbol. Das hatte auch, glaube ich, die Eule vorne in den Bauch geritzt. Oh. Oh, guck mal. Yay. Das ist Becky's. The butterfly pendant. Becky was wearing it around her neck. Ja. She's gone. I'm scared. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Ja. Also, da müssen wir rein. Picke Renovierung geschlossen. Das interessiert uns doch nicht. Snackbar ist verschlossen. Okay, wir brauchen irgendwas, wahrscheinlich um die Scheibe einzuschlagen oder. Erstmal fremd im Park hier und erstmal randalieren. Ja, klar, hallo? Das ist das Eichhörnchen schon wieder. Tschö. Bam. Erstmal den armen Typen beklauen. Ein Glasschneider. Ach, was für ein Zufall. Halt, da war ein. Da, das da. Ja, das Tür auf der Sim. Ja. Ist hier noch was? Ne? Nein. Ne. Glasschneider. Ui! Klack. Hahaha. Strange. How come it was locked from the inside? If there's no other exit. Es gibt bestimmt einen anderen Ausgang. Nein, nicht das. Unter dem Bärenfell. Ja. Offensichtlich. Kurbel? Geld. Erstmal Geld klauen. Nee, es ist eine Falltürmarke. Oh, guck mal, da steht einer. Okay. Hat mich jemand durch das Fenster beobachtet? Oder bilde ich mir das auch nur ein? Nein? Es sei denn, wir bilden uns das auch ein. Minispiel. Ziehe die Stifte über die Gleise, um die Flügel des Raben zu entfalten. Lass die Zahnräder Gleisabschnitte öffnen oder schließen. Okay. Okay, also das muss da oben hin. Okay. Nein. Ah. Nee, ist richtig. So, dann musst du da hoch. Du musst da theoretisch, genau. Hey, aber das dreht sich nicht. Ja, ja, du musst aber mit dem grünen. Du kannst das rote ja jetzt erstmal da hinstellen. Du musst mit dem roten theoretisch nur das drehen, damit das grüne da durchkommt. Nein. Du musst einmal mit dem grünen noch nach unten, um das Zahnrad zu drehen für das rote. Jetzt musst du nochmal im Kreis rum. Achso. Mit dem grünen. Okay, ja, jetzt hab ich's verstanden. Genau, und jetzt kannst du mit dem Grünen nach oben und dann das Rote nach oben ziehen. Okay. Ich war gerade ein bisschen schwer vom Begriff, tut mir leid. In den Keller hinab. Ja, das ging schneller als geplant.